Liebe Leute, habe die Ehre zusammen und willkommen zurück zu Demon's Souls PS3 Platin. Sorry Freunde, falls sich meine Stimme ein bisschen komisch anhört. Sorry, ich bin seit gestern ein bisschen heiser. Ich fühle mich zwar hervorragend, habe keine Halsschmerzen, gar nichts, trotzdem bin ich heiser. Na, warum auch immer. Wird schon nichts sein. Nur so als kleine Randinformation, also nicht wundern bitte. So, wir haben noch das Tal der Schändung vor uns. Alles andere ist soweit erledigt, bis natürlich hier König Alland. Das haben wir noch nicht erledigt und das rhein-weiße Weltenens-Event haben wir auch noch nicht erledigt. Aber wir machen jetzt erstmal weiter beim Kalkstein des Blutsaugers. Da würde ich jetzt wieder die PS5-Version punkten. Denn da hätte man sich bei einer rein schwarzen Welttendenz im Turm von Latria, genau. Im zweiten Gebiet in der Nähe dieses Fleischklops, dieser menschlichen Kugel, einen Ring holen können, dass man im Sumpf schnell, also beziehungsweise sich normal bewegen kann. Das geht auf der PS3 nicht. Es ist quasi das Pendant zum verrosteten Eisenring aus Dark Souls 1. Aber wie gesagt, gibt es auf der PS3 nicht. Man muss mal die PS5-Version spielen. Und auch hier die Weitsicht. Ne, das ist alles sehr, sehr eingeschränkt. Man sieht nur ganz dezent in der Ferne ein bisschen was leuchten. Was für mich persönlich die Stimmung ein bisschen geiler macht, ehrlich gesagt. Es wirkt alles ein bisschen dreckiger, düsterer. Dafür fällt einem die Orientierung ein bisschen schwerer. Ne? Da kann man jetzt von halten, was man will, aber mir gefällt's. So, jetzt mache ich aber hier, ich glaube mal Halbmondfällchen rein, weil das fetzt hier bei den Gegnern wirklich hervorragend. Ja, das ist es. Das passt. So, lala, wenn ihr wollt, ich mache jetzt erstmal das Königslotus rein, das brauche ich nämlich, gegen Giftheilung. Diese Quallen, die droppen Königslotus. Das kann man hier toll farmen, wenn man möchte. Ich versuche das Ganze jetzt mal schnell. Wahrscheinlich ist jetzt wieder der Vorführeffekt, dass es nicht geht. So, bin schon vergiftet. Mit der Diebesrüstung, die habe ich jetzt nicht dabei, oder die schwarze Lederkluft, oder wie sie heißt, ne, dauert die Vergiftung deutlich länger. Also es dauert länger, bis man vergiftet wird. Gibt auch keine Leiste wie in Dark Souls, sondern nur das Symbol oben links unter der Ausdauerleiste. Ich sage, das ist jetzt nichts, was man machen muss, Freunde. Ne? Man kann hier die Gegner abfarmen. Gut, auf einer hellen Welttendenz ist es eher ein bisschen eingeschränkter, dass die was droppen. So, wir halten uns erstmal hier ja an diesem Holzgebilde, weil da liegt viel Zeug. Wir sammeln alles ein. Wir brauchen nämlich unter anderem auch diese eine kaputte Waffe, ist es nicht, wie heißt es? Sehen wir dann gleich für eine Bosswaffe später. Und da liegt auch hier eine rum. Ansonsten versuche ich weitestgehend die Gegner zu ignorieren. Haben wir noch ein bisschen schwächeres Mondgras? Ne, habe ich nicht dabei. Wurscht, dann bleiben wir beim Zunehmenden. Bisschen auf die Lebensleiste aufpassen. Wir finden hier auch noch reine Steine, wie zum Beispiel den reinen Saugstein. Den würden wir auch noch später finden, aber hier haben wir die erste Möglichkeit. So, und jetzt müssen wir hier vorsichtig vorbei. Die Gegner kann man, wenn man möchte, ignorieren. Ich werde ihn aber jetzt grillen, weil ich Bock habe. Oh, ich habe sogar den zweiten erwischt.
Läuft. Wir machen uns das hier so stressfrei wie möglich. So, ja, kann der, manchmal sind die Ragdolls aber ein bisschen nervig. So, nochmal 3er Königslotus, klasse. So, und hier durch den Nebel wäre jetzt der eigentliche Weg, wo es weitergehen würde. Wir bleiben aber jetzt erstmal hier unten in dem Abschnitt. Sammeln noch das ganze Gedöns ein. Ja, ja, klar bin ich wieder vergiftet. Völlig wurscht. Ja, wie gesagt, man kann das Ganze noch verzögern. Ring der Giftresistenz. Also schau her, da Saugsteinklumpen 2 Stück. Und wie gesagt, die schwarze Lederkluft. Da gibt es Möglichkeiten. Ist aber nicht unbedingt wichtig. So, da haben wir jetzt ein Black Phantom. Ja, klasse. Mein Feuersturm ging daneben und ich wurde one-gehittet. Super, Andi. Ja, das ist jetzt schon wieder super. Ich hätte doch den Schutzzauber oder den, ja, aktivieren sollen. Ist zwar bei weitem nicht so gut wie Schonung. Ja. Ich könnte auch zuerst die Shortcut öffnen. Wird mir aber auch nicht wirklich was bringen. Weil da komme ich dann nur in den zweiten Abschnitt. Von daher ist es jetzt eigentlich völlig wurscht. Ich will ja hier bleiben. Na gut, dann. Ja, ja, Gift. Normal. Wie ist denn eigentlich eure Meinung? Jetzt mal unabhängig davon, dass es die PS3-Version ist. Was mögt ihr lieber? Den Abschnitt Tal der Schändung? Oder den Sumpfabschnitt von Schandstadt? Also ich rede jetzt von Dark Souls 1. Ja? Was ich am wenigsten mag, ist der Giftplörre aus Dark Souls 3. Da bin ich kein großer Fan von. Ich mag Bleitown am liebsten, ehrlich gesagt. Im zweiten Abschnitt. So, diesmal versuche ich die zu ignorieren. Hab jetzt keinen Bock. Ja, ja, ist recht. Muss ich den jetzt wirklich killen? Ja, muss ich. So. So, wo ist das schwarze Phantom? Das läuft hier immer im Kreis. Manchmal sieht man es auch relativ spät erst. Das ist nicht immer an derselben Stelle. Ring der Katze, wunderprächtig, brauchen wir. Wo ist er denn hin? Hallo? So, hier ist der reine Saugstein. Ah, da läuft er rum, sehen wir schon. Naja. Die weicht aber auch gut aus. Das ist sowas wie die wilde Hilde aus Dark Souls 1, ne? Oh. Also, ich wäre gestorben, hätte ich den Schutzzauber nicht. Fakt. Was gibt's Feins?
dreimal Mattsteinklumpen, das ist awesome, und zwei Ephemer-Augensteine. Keine Beschwerde meinerseits diesbezüglich, nicht wahr? Kann man sich so gefallen lassen. Ja, die Vergiftung. Ich weiß schon, das schwarze Lederkluft, die wäre hier schon ein bisschen besser. So, 11 Sichelmundgräser, ja. Die verbraten wir natürlich. Dunkelmundgras kann man immer gut gebrauchen. Rostschwert. Mhm. Kriegssense, nett. Aber wie gesagt, wir sammeln alles ein. Saugsteinscherbe. Ich muss aber aufpassen, weil irgendwo sind noch diese großen Gegner, aber ich glaube, das ist im zweiten Abschnitt. Da müsste irgendwo auch noch Ring des Diebes sein, ein zweiter. Es kann sogar sein, dass es der ist. Nee, das war er nicht. Dann ist es da vorne. Irgendwo ist er. So, wir laufen jetzt einfach da mal im Kreis, sammeln alles ein. Das müsste jetzt eh schon gewesen sein. Ja, genau. Das war's schon, weil da oben sind wir runter. Ah, da hinten liegt einer. Da ist er her. Voll dran vorbeigelaufen. Mirrdhammer, okay, den haben wir schon bekommen, haben wir einen von diesen Gegnern gekillt, ne? Ich glaube, ich habe sogar mittlerweile zwei von denen, oder mit dem jetzt sogar drei, braucht kein Mensch. Ah ne, der Ring der Regeneration, genau, der Ring des Diebes, glaube ich, ist im nächsten Abschnitt, aber den, wie gesagt, einmal einsammeln reicht, man muss nicht alle Ringe besitzen, also auch die, die es doppelt gibt, ne? So, ich verbrate jetzt einmal hier die Sichelmundgräser, weil die taugen eh nichts mehr. Dafür sind wir schon zu hoch geskillt. Jawohl, dann würde ich sagen, erster Abschnitt erledigt. Jetzt müssen wir nur noch der Heile vorbeikommen durch den Nebel. Und dann können wir den zweiten Abschnitt erledigen. Und da werde ich als allererstes erstmal versuchen, die Shortcut-Brücke runterzukicken. Dass wir dann nicht mehr diesen Weg laufen müssen, falls ich sterben sollte. Und die Chancen stehen gut, weil das ist nämlich nicht gerade einfach, das Gebiet. Das sind diese ganzen Behausungen der Mob-Gegner. So, das fetzt. Warte mal, machen wir die schwarze Terpentin raus, weil das kann ich mit der Waffe eh nicht benutzen. Schwarzes Terpentin, ja, ist ein besserer Feuerbuff für eine Standardwaffe. Also mit dem Schwert, das ich jetzt führe, das Halbmondfalchion, da kann ich das eh nicht benutzen. So, und was ebenfalls später vor allem wichtig werden wird, sind diese Fliegen. Jetzt auf dieser hellen Welttendenz eher nicht. Okay, die hat es was gedroppt. Gucken wir aber später noch. Markstein-Scherben und Markstein-Klumpen droppen diese Fliegen. Ja, da haben wir schon eine. Hier, da mit Magie geht es hervorragend.
Natürlich hilft da der Ring des Diebes wieder immens. Nehmen wir mal Gewürze, wir haben ja genug. Ey, wo kommst du denn her? Da ist noch ein zweiter. Komm runter, du Hühnerschrecker. Die Gammel, da ist der dritte. Und der vierte. Okay. So nicht. Kommt da einer von hinten? Nee. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht benutzen, ist wurscht. So, holen wir uns das mal da. Nochmal zwei schwarzes Terpentin fetzt, jawohl. Das würden wir anders gar nicht bekommen, also wenn wir unten lang laufen würden, könntet ihr euch das gar nicht holen. Was jetzt nicht schlimm wäre, aber wenn es schon da liegt, ne, nehmen wir es mit. So, ich bleibe jetzt erstmal hier. Da haben wir Fliechen. Hier Bogen oder Magie ist das Maß aller Dinge. Da warten, bis sie runterkommen in Nahkampf. Bleh. Nein, danke. So. Schnecken killen. Das machen wir auch. Ja, was denn? Ach, da ist ein Hügel, deswegen geht's nicht. Ja, Saugsteinscherbe, ja, Klumpen bräuchte ich. Okay, die werden wir jetzt wahrscheinlich so schnell nicht bekommen auf dieser Welttendenz. Ja, ist ja gut. Nee, es bringt mir aktuell sowieso nichts. Ich muss zuerst mehr oder weniger oben das Schneckennest zerstören. Für das Mondlichtschwert oder Mondlichtgroßschwert. Mach schon her. So, komm du mal ran da. Riesenkeule, nice. Warte mal, machen wir mal zur Sicherheit einen Schutzzauber rein. Wofür haben wir den? So, wunderprächtig. Ja, wir sind da in dem Gebiet noch längst nicht fertig, Leute, ne? So, der castet Gift auf uns. Der ist fürchterlich nervig, den ballert man um. Was hast denn du feins für mich? Eine Mattsteinscherbe. Okay, die nehme ich gerne mit, kostet ja nichts. So, wo sind die Fliegen? Ah, da genau, über mir. Drop? Nein, kein Drop. Ah, da ist noch eine.
So, bloß nicht runterfallen. Passiert mir auch oft. Und dann mal ein bisschen auftanken. So, Magie. So, wichtig ist hier diese Traube aus Schnecken, das ist das Wichtigste. Stellen wir uns hier her und dann prügeln wir sie runter. Ich sagte, wir prügeln sie runter. So. Oh. So. Wir müssen nicht alle killen. Ne? Das ist natürlich ein Top-Farming-Spot für Saugstein-Gedöns, wenn man das noch braucht. Ne? Aber wir müssen nicht alles einsacken. Das Schöne ist da vorne, hier wo wir gerade stehen, da habe ich schon alle gekillt. Jetzt werde ich mich nochmal hochheilen. Hauen wir einen Schutzzauber rein und machen wir einen Feuersturm-Cast. Wir schauen, ob es funktioniert. Ich würde sagen, gar nicht einmal so schlecht. Da ist noch einer. Das ist schon entspannt, ne? Da ist noch einer. Müsst ihr auch mal wieder R3 drücken, ne? Gegner lockern. So, sammeln wir hier mal alles ein. Saugsteinklumpen. So, wichtig ist das Teil hier. Das war in der Traube oben, in dieser, ja, in diesem Nest. Das Mondlichtgroßschwert. Da ist noch eins. Ja, da haben wir natürlich jetzt was zu looten, ne, Freunde? Hallo? Okay. Glaube ich nicht. Da schau her, nochmal einen Klumpen. Scherbe, ja, das fetzt, Freunde. Ach, jetzt auf. Ah, da ist noch irgendwo eine gewesen. Wo waren die? Da, ja, hat noch zwei. Jo. Das gefällt, das haben wir erledigt. So. Jetzt werde ich aber trotz alledem als allererstes, hier gäbe es jetzt noch da rechts hinten Ephemer-Augenstein und Dunkelmondgras und den Ring des Diebes müsste es da noch mal geben. Gut, den brauchen wir nicht. Aber damit ich den ganzen Weg nicht nochmal so weit laufen muss, gehe ich jetzt trotz alledessen erst einmal da lang. Und versuche, wie gesagt, die Shortcut-Brücke runterzutreten. Da ist jetzt wieder die Händlerin aus dem ersten Gebiet. Die befleckte Frau. Das Zeug ist schweineteuer bei ihr. Hier 30.000 für einen Ephemer-Augenstein. Ist, ja, Dunkelmondgras 10.000. Eine Mattsteinscherbe, Zähne. Hier haben wir wieder die Hellebarde, die haben wir schon gekauft, also an Waffen hat sich nichts geändert, also von der brauchen wir wirklich nichts mehr. Weil die Preise, die die aufruft, das ist ein bisschen zu übertrieben. Ne? Ja, ja, da machen wir halt Nahkampf, geh her. So, bist du nicht ganz sauber. So, die droppen jetzt auch sehr gut zunehmende Mondgräser, alle hier. Aber Vorsicht hier in deren Behausung, man sieht sie oft wirklich nur sehr, sehr spät oder schlecht. Ne? Auf einmal kommen sie von hinten angeprescht. Da, ja gut, bis jetzt
bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil die kommen alle schön heraus, was sie nicht immer machen. Hier, da ist zum Beispiel einer versteckt. Unten sind noch welche. Ich will alle killen erst. So, erst mal mit dem da, weil der vergiftet uns sonst. Okay, er hat es geschafft. Ne, er hat es nicht geschafft. Das passt. Vorerst. Ja, so vergeht halt die Zeit auch. Aber ich will da so wenig Risiken eingehen wie möglich. Wenn man übersieht, hier sehr schnelle Gegner, der fällt einem dann in den Rücken und dann war's das. Da ist natürlich auch das lila Flammenschild oder allgemeiner fettes Großschild sehr, sehr hilfreich, ne? Weil das bei weitem nicht so schnell Ausdauer verliert beim Blocken. Der Mann verliert nicht so schnell Ausdauer beim Blocken. Das ist schon ein großer Unterschied. So, jetzt gehen wir runter. Da liegt nämlich noch sehr geiles Zeug hinten. Wo bin ich denn überhaupt jetzt? Ups, da hinten muss ich hin, da haben wir. Da, zweimal Dunkelmondgras. Und nochmal zweimal Dunkelmondgras. Und dadurch, dass das Zeug eh so selten ist, nehmen wir das selbstverfreilich mit, gell? Da gehen wir hier mal auf Nummer sicher, weil ich nicht weiß, wie viele noch da sind. Da ist einmal einer, da hinten kommt einer angeprescht. Ja, man muss immer umdrehen, ein bisschen aufpassen. Dann hier in seiner Bude ist noch einer. Oben ist noch einer. Ne, es ist schon Party. Aber wo bin ich denn jetzt überhaupt? Da waren wir schon, gell? Ja, genau, da passt, da waren wir. Immer schön ruhig bleiben. Oben ist einer. Der Gammler. Da müsste aber irgendwo noch so ein Giftzauberer sein. Da ist er. Wusste ich's da. So, jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zum Shortcut, Freunde. Da müssen wir da über den Holzsteg. Seelenstrahl bleibt drin, weil da haben wir wieder diese lästigen Fliechen unter anderem. Wo ist denn die erste? Da ist die erste. Dann haben wir schon die zweite. Ja, da sind einige. Thank you.
Du nicht. Da, Echse. Die ist sehr schnell verscheucht. Na, immerhin ein Martsteinklumpen, ne? So, das war jetzt für mich einmal das Allerwichtigste. Hier diese Brücke runter zu kicken, da, dass man vom Keilstein aus gesehen in die Richtung schon mal einen Shortcut haben. Gut. So. Ah, da unten. Das ist ja genau, jetzt warte mal. Ich versuche jetzt mal was. Wo ist mein da Bogen? Naja, Schaden ist dezent. Aber da liegt halt das geile Zeug. Wo laufst du denn hin, Trottel? Bleib halt da. Koffer. Ja. Ja, das würde gehen. Geht mir aber jetzt schon auf den Sack, weil das viel zu lange dauert. Deswegen machen wir das jetzt anders, so wie ich es gewohnt bin. Ah, da unten ist noch so ein Gifthaine. Warten Sie. Da nehme ich jetzt aber wieder. Ein Schimmerstab habe ich auch noch dabei. Ein Riesengeier muss ich auch mit bunkern, das ganze Zeug wieder. Da eine Kriesklinge. Da ist ein Two-Shot, oder? Alle, passt. Mit der Kriesklinge reichen zwei Schüsse. Klasse. So, gibt's bei dem auch das Schamanenset? Jo, gibt's auch. Schamanenset, super. Also, das ist nicht nur auf der PS5 so. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt, aber jetzt weiß ich das auch wieder. Okay. Dann laufe ich jetzt, obwohl es jetzt eigentlich wurscht ist, ich laufe jetzt mal zurück, weil ich will mir das ganze Zeug noch holen. Auf jeden Fall die Ephemer-Augensteine. Ist ja jetzt nicht allzu weit, Gegner sind alle tot. Ich hoffe, ich überlebe es, weil sonst ist die ganze Scheiße wieder da danach. So, eigentlich brauche ich fast ausschließlich nur einen Schutzzauber. Haben wir da noch Gegner? Nein. So, jetzt warte mal. Jetzt muss ich mal da mal einen Safe Spot suchen. Das müsste hier irgendwo sein. Wo war ich da hin? Warte mal. Da ist Safe Spot, genau. Ja, genau. Hier. Wollen wir die Schnecken noch killen? Oh! Zu schwer zu tragen. Das ist jetzt irgendein Saugstein-Gedöns. Das ist jetzt aber egal, Freunde. Ich habe den Mirthammer, den lege ich ab. Den haben wir schon. Hä? Was hat denn das Vieh gedroppt? Ich hab doch nur. Der Mirthammer, ey, was. Warte mal. Was hat denn das Vieh gedroppt? Jetzt warte mal. Mirthammer ablegen. Die
Ist sonst noch irgendein Shit dabei? Schamanenkleidung braucht halt nicht Akkosau. Ich bin jetzt gerade ein bisschen konfus, Freunde. Ah, ich habe das Zeug nicht bunkert. Das war mein großer Fehler. Die Riesenkeule brauche ich eigentlich auch nicht. So. Was ist denn das? Was? Was stumpfe Goldkampfhandschuhe? Warte mal. Man weiß nichts hilft. Ring der kolossalen Stärke. Das ist ja merkwürdig. Stumpf. Warum habe ich von Sellen Winland? Die Rüstung. Okay, ich bin jetzt gerade echt ein bisschen konfus, Freunde. Könnte man mal mir einen Tipp geben in die Comments? Ist das normal? Habe ich da irgendwas vergessen? Anscheinend. Wo ist denn jetzt da? Jetzt warte mal. Das ist auf der PS5 leichter, weil da sieht man es besser. Ich hätte euch eh schon getroffen. Den. So, wenn der Ring des Diebes nicht mehr drin ist, passt eh, weil dann sieht er mich wenigstens, gell? Oder auch nicht. Hey, toll. Jetzt kommt er. Patient! So, der erste. Wo haben wir? Da haben wir. Warte mal. Reicht, passt es? Alle! Koffer, Koffer! Da ist er. Sehr fein, sehr fein. Jetzt kann ich die Riesenkeule auch wieder mitnehmen. Und einen Mirthammer. Nicht, dass ich das brauchen würde. So, wo waren wir jetzt? Die Richtung da. Da ist er. Sieht ihn wirklich nur ganz, ganz leicht, glaube ich. Okay, das war nix. Ich sehe gar nichts. Gar nichts sehe ich. Ja, so geht's auch. Oh! Okay, das geht gar nicht, Freunde, mit diesem Armschienen. Weil ich Fatroll bin. Und auch das Schamanenset kann ich auch nicht benutzen, weil ich eine Lady bin. Geht auch nicht.
So, wo haben wir denn? Hallo? Hallo hinten. Na? Naja, tu mir auch. So. Sogar das ist nicht so einfach da. Aber wir haben es, denke ich. Auch ohne Schutzzauber. Aber ich will das Zeug haben. Ja, drei Ephemer-Augensteine. Haben und nicht haben. Und ihr habt gesehen, wie teuer die sind. 30.000 für einen. Ich meine, das ist jetzt nicht das allergrößte Problem. Man farmt einfach auf Pure Black, vorzugsweise im Bossraum beim Sturmkönig. Eine Stunde, zwei. Je nachdem, wie viel Lust man hat, ne? Dann kauft man sich das Zeugs. Aber nee, das braucht's nicht. Er ist dann auch Schneckerlebendige tatsächlich. Was guckst denn du da? Ups, das war das falsche Item. Ja, Freunde, zumindest kann ich sagen, es sind die ganzen Gegner hier weg. Wir haben alles eingesammelt. Ich bin auf dem Weg zum Shortcut nicht gestorben. Das ist sehr erfreulich. Das ist eigentlich auch bei weitem nicht immer der Fall, gell? Naja, ich weiß schon, da sind schon noch ein paar Gegner über mir. Ah, da ist noch einer. Moin. Oh, Orms Haschpappele. So, da haben wir noch ein Item. Kriege ich das da so einfach von der Seite? Nein. Da ist noch einer. Ja, er kommt schon. Der. Ja, irgendwo ist noch einer. Da, ja, aus seinem Haus kommt er, Alteri. Noch einer. Da steht auch noch einer in seiner Bude. Ist schon ein bisschen was los da. So, aber das soll uns jetzt nicht mehr weiter interessieren, Freunde, weil wir machen jetzt zum Boss. Schutzzauber rein, Feuersturm rein. Christklinge rein. Beinahe vergessen. Oh, ich treffe ihn. Normal ist der One-Hit. Also das ist aber jetzt blöd, Leute, weil normalerweise ist der One-Hit. Oder zumindest fast ein One-Hit, ne? Also da hat jetzt, das hat jetzt nicht funktioniert, so wie ich mir das vorstelle.
Ja, Trophäe des Schmutzkolosses. Okay, also da habe ich jetzt die meiste Zeit nicht getroffen. Das finde ich jetzt schon ein bisschen schade. Irgendwo ist aber da auch noch ein Dunkelmondkoloss. Wo ist denn das? Schade. Okay, besiegt ist besiegt, ne? So ist er dann auch wieder nicht. Aber da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Na, dann halt nicht. So. Raus hier. Verwitterte Dämonenseele. Ja, und jetzt muss ich erst einmal mein ganzes Zeug bunkern. Ja, Freunde. Der Feuersturm hat fast nicht getroffen, wo ich jetzt sehr erstaunt war, obwohl ich dreimal gecastet habe, nur einmal gehittet. Das missfällt mir. Ja, da haben wir, jawohl. Ah ja, das, ja. Ah ja, ich schleppe noch das Zeug rum vom Turm von Leitria. So. Ephemer, also ja. Das ist ja gar nicht so schlecht. Dann Rostschwert, Mondlichtgroßschwert könnte man natürlich für unseren Bild auch gut gebrauchen, aber mir reicht es, was ich habe. Ja, da. Ne? Kommt schon ein bisschen was zusammen. So, stumpfer Goldhelm. Ich bin echt erstaunt, dass ich dort die Ding gekriegt habe. So, den haben wir doppelt Ring der Regeneration. Den Ring des Diebes habe ich gar nicht mitgenommen. Sehr wurscht. Haben wir eh. Das macht mir jetzt gerade ein bisschen konfus, ehrlich gesagt. So, und weil wir ein bisschen was haben, werden wir jetzt noch Seelen ploppen. Dass das auch weg ist. Das läppert sich. Über 100.000. Das lasse ich mir gefallen. So, jetzt reparieren wir erst einmal, bevor ich es vergesse. Aufwerten brauchen wir nichts. Reparatur. Ja, vor allem, ich glaube, die Rüstung. Es geht eigentlich. Wurscht. So, Mädchen. Nein, das machen wir im NG Plus. 20 Vitalität, das reicht mir. 17 Konditionen reicht mir nicht, da will ich auf jeden Fall auch noch auf 20. Int 40 brauche ich wahrscheinlich für einen weiteren Zauberslot, aber das kann ich im NG Plus auch machen. Genau wie Magie 40, also da komme ich sowieso nicht mehr hin. Wille brauche ich auch noch. 20. Das machen wir dann im NG Plus, das heißt, Saint Urbain wird sowieso nochmal befreit. Okay, warte mal. Suizide, das machen wir auch noch. Suizide. Obwohl, nee. Ich muss aufs Klo. So, Leute. Jetzt haben wir noch einen Boss. Tal der Schändung, dann noch die beiden Events. Rein weiß, rein schwarz. Und dann nähern wir uns langsam aber sicher dem Ende des ersten New Games. Leute, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Demon's Souls. Danke, dass ihr da wart. Und bis nächstes Mal hoffentlich habe ich die Ehre.